App-Tipps für deinen Smartphone-Film. Aus Millionen Apps haben wir dir 8 rausgesucht, die deine Videos besser machen können. Filmic Pro für manuelle Kameraarbeit. Filmen Profis mit Smartphones, wollen sie möglichst viel manuell einstellen. Filmic Pro, Cinema FV5, Mavis. Alles erweiterte Kamera-Apps. Umsonst ist Open Camera. Horizon für glattere und immer horizontale Aufnahmen. Horizon ist zwar auch eine Kamera-App, hat aber einen ganz anderen Schwerpunkt. Einen horizontalen. Denn auch wenn du dein Smartphone hochkant hältst, zack, sie filmt immer ein Breitbild. Ganz nebenbei beruhigt Horizon die Kamerabewegung. Aber Vorsicht, unter Umständen geht da richtig Bildqualität verloren. VideoGrade für super Farben. Die ist fürs Color Grading, also die Farbbearbeitung. Clip reinladen und Farben aufbrezeln. Besser, oder? Fused für Bildüberblendungskollagen. Hintergrundfoto oder Video auswählen, Vordergrund auswählen und die App mischt beides zu einer Collage. Zum Beispiel so. Oder so. InShot für irgendwie alles Mögliche. InShot ist ein bisschen wie ein verrückter Spielplatz für deine Videos. Schneiden, Geschwindigkeit oder Ausschnitt verändern, Rahmen, Filter, Titel, Collagen, Soundeffekte, Musik oder animierte Sticker drauf. FX Guru für Monsterwürmer und Lavakatastrophen. Wenn dir Sticker nicht reichen, schau dir mal FX Guru an. Raumschiffe, Rentiere und Dinosaurier spielen plötzlich in deinen Filmen mit. Aber nur wenige herunterfallende Klaviere und Explosionen sind umsonst. Die restlichen Zombies, Schneemänner und Tornados müssen zusätzlich gekauft werden. Das wirbelt die Preise manchmal ganz schön in die Höhe. Viele anfangs kostenfreie Apps werden schnell teuer, wenn man sich zusätzliche Erweiterungen kauft. CamArt für den Trickfilm-Look. Malerisch verfremden kannst du dein Videomaterial mit CamArt. Reinladen und Effekt anwenden. Ähnliche Looks gibt's auch bei We2Art, Prisma oder Olli. Jetzt aber genug Picasso und Van Gogh. Legend für animierte Titeleinblendungen. Film zu Ende, Video und Text rein, Vorlage wählen und anpassen. Vielleicht so? So, fertig ist dein Vor- oder Abspann. Ganz wichtig, nur weil es Effekte und Spielereien gibt, muss man sie nicht anwenden. Nicht zu viel davon und am besten selbst gemacht. So. Oder so. Oder so. So, tschüss.